musst erst mal richtig durchschnaufen, Erik, oder? War anstrengendes zweites Drittel. Auf jeden Fall. Weiden ist eine kämpferisch starke Mannschaft. Wir müssen jedes Wechsel sehr hart arbeiten, damit wir mit denen mitspielen können. Weiden, also du bist jetzt das dritte Jahr in Regensburg. Weiden bist ja meiner Meinung nach die beste Mannschaft, die sie in den letzten drei Jahren am Eis hatten, oder? Ja, das ist schwer zu sagen jetzt nach zwei Drittel, aber sie haben sich definitiv verstärkt. Auch offensiv und defensiv auch. Nochmal zu dir persönlich zurückzukommen, du bist jetzt wie gesagt im dritten Jahr hier in Regensburg. Wie fühlst du dich? Bist du angekommen hier in der Domstadt? Hast du ein Kind geboren, also Kind bekommen, nicht geboren? Und wie fühlst du dich da mit dem Kind, wenn ihr zu dritt seid? Reichen die Stunden, die du schlafen kannst? Ja, ich, wie auch letztes Jahr, fühle mich sehr gut hier. Das sage ich immer. Ich war schon in mehrere Städte hier in Deutschland. Und hier in Regensburg gefällt es mir am besten so lange. Danke dir. Viel Glück und verletzungsfreie Saison. Danke. Sorry, dass ich lachen muss. Kleiner Versprecher. Oben in der Sprecherkabine kugeln sich die Leute. Ich gebe rauf. Wir hören später. Nach dem Spiel gibt es nochmal ein Interview. Bis dahin.